satt muss es eine Band eigentlich haben, ständig mit einem Vorsatz präsentiert zu werden? Also, These Immortal Souls, ex-Birthday Party. Aren't you fed up with always being approached like that, ex-Birthday Party? Or do you miss them? It only bothers me in the sense that sometimes people overlook what you're doing at the time in favor of what you have done in the past. And, the Birthday Party had a lot of influence, you know, after we broke up and so forth, but at the time there weren't that many people that were taking any notice of us, really. You still have contact with the members? Yeah. I mean, Mick Harvey and Nick are two of my friends. So, yes. Mhm. Also ja, ein bisschen ärgert es ihn schon, vor allem wenn die Leute vergessen, was man gerade macht, also in Beziehung auf das, was man mal gemacht hat. Natürlich haben sie Leute beeinflusst, viele andere Leute, und die Frage danach war, ob er noch Kontakt hat. Ja klar, zu Mick hat er auf jeden Fall noch Kontakt, und that's it. I read an interview with you, with the whole band, and it said something that you were one of the most misunderstood persons in showbiz. What do you figure of that? Well, I think it's basically that only people only get one representation of you from the music that you play, and because certain humours and subtleties don't translate well into another language, they tend to think of you as being a fairly solitary and solemn and melancholy person. Are you? Only half the time. So you're very normal. Yeah, I guess so. Ich habe in einem Interview in Specs gelesen, es war im März oder so, da hieß es, dass er einer der missverstandensten Leute im Pop-Business ist, und ich habe ihn gefragt, was er davon hält, und er sagt, ja, das liegt möglicherweise daran, dass man seine Texte oder überhaupt Texte schlecht von einer Sprache in die andere übersetzen kann. Da gibt es Idiome, da gibt es Redewendungen, da gibt es Witze, die man eben nur mit diesen Wörtern übersetzen kann oder bringen kann, und die kann man schlecht übersetzen. Und ansonsten glaubt er eigentlich, dass er ein ganz normaler Mensch ist, der hin und wieder melancholisch ist, also ganz normal eigentlich. Could it be that I've seen you just recently in Berlin with Blixer? Yeah, I was sitting at the bar of the club that Jim Fetus was playing at, talking to Mr. Bargeld. Mm-hmm. What did you talk about? Some new projects? No, we talked about the concert and the pros and cons of it. How did you like it? Well, I didn't really, to be honest. Okay, I'll get that across. Jim will never speak to me again. Oh, come on, he's not that sort of a person. I don't know. You don't know? Well, anyway, ich habe ihn vor kurzem gesehen, dachte ich mir zumindest, ich war mir nicht ganz sicher, in Berlin, beim Konzert von Jim Fetus, oder nur Fetus. Und er hat sich mit Blixer Bargeld unterhalten, und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht neue Projekte besprochen hat, weil er hat schon mal auf einer Platte von Blixer bzw. von den Einschätzenden gespielt, und die sind ja gerade in Berlin. Deshalb die Frage, ob er gerade mit denen und so weiter. Nein, man hat sich nur über das Konzert unterhalten und über Fetus, und dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm gefallen hat, und er sagt, weniger, und er meint, dass Fetus nicht mehr mit ihm reden wird in Zukunft. Aber das glaube ich ja nicht. You said to be the second best guitar player of the world. Who's the best? Well, that's what I wondered as soon as I read that. I don't know. It seems like a question, a statement purely designed so that people will think, well, who's the best? Mm. Very pretentious, then. Well, no, not really. It just seems to be a slightly backhanded compliment. Mm-hmm. Also so ein Rückhandkompliment habe ich ihm da gerade in den Kopf geworfen. Das heißt nämlich, er sei der zweitbeste Gitarrist auf der Welt, und ich fragte ihn, wer der Beste ist, und das wüsste er auch nicht. Er meint, das sei eben so ein Rückhandkompliment, so irgendwie. You were just on a tour? Yeah, we're still on tour. We've been on tour for 3 weeks, and I think we've got about 8 shows to go. Mm-hmm. How was it? It's been good. Germany's always good to us. It's the second tour in Germany, isn't it? Yeah. Are you planning any studio work after, or? Well, as soon as this tour is finished, hopefully I'll be churning out a number of songs, and we'll go into the studio to record them, but it just really depends on how long it takes for them to get written. Mm. Are you testing songs right now in the act, in the live act? Well, we've got 2, which isn't very much. Oh. But did you say you built 2? No, I said we've got to, did build them as well. All right. So you're going into the studio right after this tour? Well, as soon as the songs are written, so it'll probably be about a month later or something like that. Mm-hmm.
Sie sind gerade auf Tour, Sie haben noch ein paar Tage in der Tour und es geht voran und es geht weiter. Ich habe ihn gefragt, wie das ist mit zukünftigen Plänen. Er sagt, ja, nach dieser Tour wollen Sie direkt ins Studio gehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil Sie haben erst zwei Songs für die neue Platte, die testen Sie auch während dieser Tour. Aber ansonsten ist noch nichts geschrieben. Do you know where you'll go into the studio? No, I don't. Probably London. Probably London? Yes. Low budget? Well, unless Mute decide to give us a bigger budget, it'll be in London, I guess. Also, ob die Plattenfirma für oder gegen ist, gegen mehr Geld oder für mehr Geld, das wird sie noch entscheiden. Jedenfalls werden sie wahrscheinlich in London ins Studio gehen. Has anything changed in the lineup of the band? No. Nothing. Can you name the guys in the band? Or the girl? The girl is Genevieve McGuckin. Mm-hmm. The first boy is Harry Howard, and the second boy is Epic Soundtrack. Right, and that's your brother? Harry Howard's my brother, yeah. Right. How do you like working with him? Oh, it's horrible. I hate it. Really? No. Why? No, it's good. I mean, it wouldn't be in the group. It wouldn't. I mean, if you hated someone, you wouldn't play in a group with them because you have to be with them for too much of the time. Mm-hmm. It's like being married. Well, I know different people. Like Nick Cave, he doesn't like to play with his band at all. He said so in this interview. Nick says a lot of things. Well, das glaube ich, braucht man nicht mehr übersetzen. I thank you very much for this interview. Thank you. And I wish you all the best for this, the rest of the tour. Good night, Germany.